So, jetzt werden wir uns aber hier erstmal auf die aufs Ohr hauen. Und erstmal so wieder 8 Stunden verstreichen lassen. So, zack. Und jetzt werden wir uns einfach mal auf dem Weg nach Minneapolis machen. Ja gut, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen mehr fahren. Puh. Und mit vollen Tank geht es natürlich jetzt viel einfacher. Keine Angst mehr. Aber wir müssen zumindest keine Angst mehr haben, dass wir jetzt noch irgendwo stehen bleiben. Puh. Mein Gott. Die Uhrzeit muss man schon Licht anhaben. Der Ampel nicht mehr. Oh, wird auch noch lang grün. Dachte, ich hab grün. Jetzt habe ich grün. Boah, mein Gott. So, okay, gut, und wir schauen an. Und auf geht's. Oh, wieder kleine Lecks. Und auf geht's nach Minneapolis. Mit unser ultra langsamen LKW. Der wahrscheinlich niemand schneller werden wird. Das knallt und stürmt da schon wieder. So, und wir stehen auf jeden Fall ordentlich, so wie ich das gehört. Weiter. Hey ho, let's go. So, wir müssen natürlich jetzt gleich rechts. Puh. Natürlich jetzt noch nicht. So, und jetzt müssen wir natürlich Richtung Norden nach Chicago fahren, nicht Richtung Süden nach Nashville. So. Ich kann mir sogar fast vorstellen, dass wir fast noch die 117.000 jetzt erreichen. Was ja doch noch ein ziemlich weiter Weg ist nach Chicago. Gucken. Das knallt und stürmt hier draußen schon wieder. Mal ein bisschen Gummi hier. Schon Samstag. Bin am Donnerstag losgefahren. Aber Zeit, dass wir hier ein bisschen Gas geben. Es regnet ja doch schon ziemlich heftig, glaube ich. War es überhaupt schon mal jemand so doll? Weiß es nicht. Ich komme auf jeden Fall stärker vor. Gut, dass es keinen Terminplan gibt. Bis wann wir das dort haben müssen. Ja, und die 116.000 haben wir jetzt fast schon geknackt. Wo kommen wir jetzt eigentlich hin? Achso, wir müssen jetzt Richtung Westen fahren. Da muss ich aber schon mal nach links rüber. Nach Des Moines. In Des Moines sagt man immer gerne Moin Moin. Wir müssen sogar noch eine weiter nach links. So, hungry. Ja, hungrig wäre ich schon. Zack, machen wir noch das große Licht jetzt an, damit die Polizei zufrieden ist. Und hier einmal über die Brücke. Da kämpft der LKW wieder im vierten Gang.
War ich jetzt zu schnell oder was, Polizist? Mir doch Schnupper. So. So, jetzt muss man natürlich nach rechts rüber wieder mal. So, zack. Und der Regen hat wieder aufgehört. So, wo sind wir denn jetzt? Noch weit, 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 weit weg. Weit, weit weg oder nicht? F4, ich brauche mal eine F4-Taste. Ja, doch, haben noch ein kleines Stück vor uns. Ich fahre jetzt gar nicht Richtung Süden. Ich fahre doch Richtung vom Westen. Wo ist das Richtung Süden? 45 Meilen. Ja, Wetterreport habe ich für dich. Ja, und willkommen in Chicago. Achso, ich will jetzt aber weiter nach Westen fahren. Tut mir leid, Junge. Ich muss mich jetzt mal dazwischen schieben. Weil ich jetzt hier Richtung Westen weiter will, muss mich nach die Nummer 94 Richtung Norden nehmen. Bin ich nach Chicago. Auch wenn ich, glaube ich, durch Chicago hätte fahren können, das wäre, glaube ich, auch wieder ein Umweg gewesen. Zeitverlust. Versteht sich natürlich alles von selbst. Wir als erfahrene Trucker wissen das natürlich. Zeit ist Geld. Die Trucker stehen unter Stress. So, dann gehen wir wieder hier rechts rauf. Wieder ab in einen Tunnel. Das alle Mann mal die Luft anhalten. Dann dürfen wir uns das wünschen, wenn wir die Luft anhalten bis zum Ende des Tunnels. So, seht ihr? Ich hab's geschafft, ich darf mir was wünschen. Was wünsche ich mir dann? Ach, keine Ahnung. Jetzt muss ich auf jeden Fall Richtung Norden. Da, Minneapolis. Wir müssen einfach auf der rechten Spur bleiben. Und dann. Zack, wir blinken nochmal, so wie es das gehört. Richtung Norden nach St. Nee, Süden ist St. Louis. Norden ist Minneapolis. Wie ihr merkt, wir bewegen uns jetzt eigentlich hauptsächlich so im östlichen Teil von den USA, noch nicht so wirklich im Westen, weil es meistens doch recht lange Routen sind, zumindest von hier aus. Fahr mal nicht so langsam, Kollege. Genau, gib mal ein bisschen Gas hier. Da steht hier nicht mal ein Anhänger. Also ich denke mal, die großen Routen werden auf jeden Fall noch kommen, doch noch nicht sofort. Weil wir brauchen noch ein bestimmtes Rundkapital, ich würde gerne noch einen zweiten Fahrer noch haben und wir wollen ja auch noch einen neuen Truck haben. Und vielleicht schaffen wir es ja mit dem Truck hier noch die 200.000 zu knacken. Ich weiß es nicht, ich glaube zwar nicht so wirklich dran. Ich werde jetzt mal hier wieder auf die linke Spur gehen. Was hier schon wieder abgeht nach Chicago. Und ich eigentlich nur Richtung Norden will. Chicago ist so dunkel. Warum ist es dunkel hier? Hätte ich einfach nochmal tanken gehen können. Aber hätte sich, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich gelohnt. Drei Viertel ist noch im Tank. Bis Minneapolis werden wir auf jeden Fall noch kommen.
Und ich habe gerade einen Frosch im Hals. Also mit der Tankfüllung kriegen wir auf jeden Fall noch die 117.000er geknackt. Was hast du denn schon wieder? Nerv mich nicht hier. Zum Glück sind hier keine Ampeln. Ich hoffe mal, dass hier keine Ampeln sind. Wow, wir haben die 70 km/h geknackt. Wir sind sogar mal ein bisschen schneller mal hier an den OK-Service Incorporation. Now you can ride in style. Ruf mal einer die Nummer an. So. Geh mal wieder rüber, natürlich auf die rechte Spur. Das verlieren wir wieder unglaublich an Speed. Ja. Muss sogar selbst den vierten Gang hier runterschalten, damit wir den Berg einigermaßen schaffen. Da steht wieder ein Polizeiwagen. Hallo, Herr Polizist. Wieso geht's hier schon wieder ab nach Chicago? Mit diese Abfahrten. Komm, Kämpfe. Na, jetzt ist er wieder doch ein bisschen schneller. Zumindest war den Drehzahlen her. Kämpfe. Los. Ah, die 60 km/h haben wir schon mal geknackt. Komm, ich habe wieder genug Platz gelassen. Bin ich mal nach links rüber geflogen. Warum, was ist denn jetzt schon wieder? Fahre ich jetzt schon wieder zu schnell oder was? Fahr schon rüber. So. Jetzt bin ich hier drüben. Weit haben wir es denn noch bis nach Minneapolis? Das wirkt alles so weit. Oh. So weite Fahrten. Wo denn hier schon wieder? Und jetzt bin ich natürlich wieder müde. Nach 12 Stunden Truckfahren bin ich müde. Sonntag früh. Na gut, das kann natürlich sein, das Sonntagsfrühstück mit der Familie, das fehlt ihm wahrscheinlich, deswegen ist er jetzt müde geworden. So schön 9:30 morgens in Deutschland mit einem schön kräftigen Knoppers aufstehen. Warum nicht? Und da schon wieder eine Tankstelle, vielleicht können wir nochmal, da werden wir auf jeden Fall nochmal auftanken. Weil wir haben ja jetzt doch schon wieder recht gut Benzin verbraten. Knappe, ja. Schon wieder über ein Viertel verbraten jetzt, nur von Indianapolis nach hier bis nach Chicago. Da können wir eigentlich leider mal einen Zwischenstopp einlegen, mit Pen und so. Und dann denke ich mal, wenn wir das die Lieferung am Montagmittag, würde ich mal so sagen, abliefern. Ah ja, blame ich jetzt nicht voll hier. Und jetzt, oh, wir sind sogar fast schon da. Mensch, können wir vielleicht doch schon früher da, als ich dachte. Ja, ich weiß, du bist müde. Aber wir kommen doch gleich zur Tankstelle. Da kannst du eine Runde ratzen und dann geht es schon wieder los. Mal gucken, in der Stadt in Chicago, in Indianapolis hat 2,57 gekostet, die Gallone. Also ich muss ja hier rechts rausfahren.